Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Arbeitstag beim Pool Cleaning Simulator. Unsere Aufgabe am heutigen Tag ist es, das Freibad einer Schule zu putzen. Dazu müssen wir als erstes den Müll aus dem Schwimmbad aufsammeln. Das Geile ist, wir haben auch so einen Roboter, den wir gleich einsetzen können. Wo schmeiße ich das? Oh, die Dinger sind cool. Kennt ihr die? Die packt man sich so unter den Bauch. Das ist mehr so für Schwimmanfänger. Ja, wo schmeiße ich den Kram hin? Einfach wieder auf die Seite. Oh ja. Das sieht richtig siffig aus, das Ding hier. Ich wollte gerade sagen, da drin schwimmt eine Wurst, aber das ist eine Ente. Ja, sorry, am Anfang, das Braune sah aus wie eine Wurst. Ich glaube, ich hole mir erstmal hier den Kescher. Jawohl, denn mit dem schnappen wir uns den Müll. Hier ist so ein kleiner McDonald's Coca-Cola. Zack. Was liegt hier sonst noch drin? Und wo packe ich das jetzt rein? Hier? Nee. Ah ja, hier in den Mülleimer, oder? Jawohl, jetzt 1 von 7. Ja, hier ein Paludenbuch. Eine Badehose. Junge, da hat so ein Kind, ist einfach ohne Hose nach Hause gegangen. Kann ich hier einfach reinspringen? Nee, hier ist auch kein Sprungbrett. Sag mal, und wer baut denn sein Haus direkt neben so einem Schwimmbad? Stelle ich mir ziemlich nervig vor. Weil der ist ja bestimmt immer gut Action. Eins fehlt jetzt noch. Sieht das jemand? Oder kann ich wirklich das hier? Oh, nee, das hier kann ich nicht aufcashern. Warte mal, ich nehme jetzt mal das Ding einfach. Ah, nee. Das Ding? Okay, ist wohl kein Müll. Ja, das Ding ist, irgendwas muss noch im Pool liegen. Seht ihr noch irgendwas am Beckenrand? Ah, hier. Ja, wunderbar. Oh, ich habe meinen Kescher, glaube ich, irgendwo weggeworfen. Geht ihr gerne ins Freibad? Früher, muss ich sagen, bin ich super gern hingegangen. Aber mittlerweile, boah, das ist locker 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal im Freibad war. Ja, vor allen Dingen, Walter, was ist das? Das ist doch eine Unterhose. Also, wir hatten auch so ein kleines Schwimmbad bei uns um die Ecke. Und da war so ein Kinderbecken. Und ungelogen, wirklich, ich schwöre, in diesem Kinderbecken schwamm mindestens immer eine Kackawurst. Wirklich, das war so widerlich, Mann. So, jetzt müssen wir, legen Sie Schwimmer in den Pool. Ah ja, warte, das habe ich hier gesehen. Genau, das sind die Schwimmer, haben sie ein bisschen komisch übersetzt. Das sind diese Skimmer. Hier müssen wir einmal den Code, das war, glaube ich, 1, 2, 3, 4, super Passwort. Ja, perfekt. So, das lege ich jetzt zur Seite. Und dann packe ich jetzt den Skimmer. Ja, warte, aber die brauchen ja erstmal... Ja, da müssen die Chlortabletten rein. Das gute, leckere Chlor. Lecker. Ich mag mein Chlor. So, eine Tablette rein, da noch eine. Zack, zack. Das reicht doch vermutlich schon. So, dann schmeiße ich den jetzt hier... Ah ja, da vorne. Ja. War das jetzt? Jo, aber der schwimmt nicht so richtig. Ja, Junge, was soll ich denn hier machen? Hopp, Schwimmer füllen. Muss da mehr als eine rein, oder was? Ach so. Ja, aber wie viele passen... Wie viele sollen denn da rein? Ich verstehe das nicht ganz. Aber warte, aber der... Ja, guck mal. Da müssen viel mehr rein. Lecker Chlor. Ich habe aber gehört, Chlor riecht erst... Warte mal, sind da noch welche drin? Ja. Chlor riecht erst, wenn das mit Pippi und so weiter in Kontakt kommt. Vorher ist Chlor gar nicht so chlorig-morig. So, jetzt ist das gut. Jetzt gehst du rein? Nee, du nicht. Du hast keinen Bock. Ja, warte, dann nehme ich vielleicht mal die anderen. Weil die anderen waren doch alle voll. So, warte mal. Du warst auf jeden Fall voll. Zack. Ja, macht da jetzt was? Ich hole nochmal eine Runde Chlor. Das einzig Nervige an Chlor ist doch, dass es so übertrieben in den Augen brennt. Ich hasse es generell, Wasser in den Augen zu haben. Da bin ich echt empfindlich. So mit Nase und so. Manche halten sich die Nase zu, wenn sie ins Wasser springen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne, guck mal, der ist auch voll. Warte, dann schmeiße ich dich da auch rein. Blub. Ja, das ist gut. Wichtig und richtig. Ah, hier ist auch das Schild von diesem Unterwasserroboter, den man benutzen kann. Es gibt ja mittlerweile auch so, ja, Staubsaugerroboter für den Pool. Ich glaube, sowas bekomme ich auch. Also so ein Roboter, der den Pool sauber macht. Bin ich mal sehr gespannt. So. Ich bin ja auch ein großer Fan von Staubsaugerrobotern. Jawohl, reinigen Sie den Boden des Pools. Ja, das machen wir mit diesem Roboter. Hier, guck mal, da ist das Ding. Und das ist wie so ein U-Boot mit Rädern. Um mit dem Unterwasserstaubsauger zu beginnen, begeben Sie sich in die Ecke des Beckens. Ah, ja, warte, hier. Jetzt schmeiße ich ihn runter. Hopp. Jawohl! Guck mal, das ist bloß die Station. Okay. Ja, warte. Ich muss ja hier immer meine Bahn fahren. Ja, richtig schön auch an die Ecke. Das ist wichtig.
Das ist wie beim Zähneputzen, Alter. Du brauchst auch die Zahnzwischenräume. Und das ist hier die Egge. Die muss besonders saftig werden. Geiles Ding. Ich bin U-Boot. Obwohl, sind wir wirklich ein U-Boot? Weil, passt schon. Gibt's halt wieder Karies. Wie war das nochmal? Karius und Baktus? So, fahren wir hier rum. Sehr gut. Genau, was ist die Definition von einem U-Boot? Weil das Ding kann ja selbstständig nicht auftauchen. Und ein U-Boot kann das ja. Aber das sieht auf jeden Fall chillig aus. Und ich glaube, sowas Ähnliches habe ich dann auch. Aber der saugt sich, glaube ich, so fest an den Beckenrand. Irgendwie so. Boah, eine Sache, die ich total liebe, und das wird ja auch hier gerade gemacht, so diese Ruhe unter Wasser. So dieses, einfach nur dieses Blubbern. Aber unter Wasser ist einfach so richtig schön idyllisch und ruhig. Ich liebe das. Guck mal, und jetzt können wir hier immer so außen rumfahren. Und dann ziehen wir den Kreis immer enger. Das ist perfekt. Und am Ende des Tages ist hier alles wunderbar sauber. Oh, ich war unter der letzten Folge sehr überrascht, wie viele von euch doch einen Pool haben. Also, ich fand Pool, habe ich ja schon öfters gesagt, war bei uns jetzt nicht so weit verbreitet. Also, bei meinen Eltern hatten nie einen eigenen Pool. Wir hatten ja aber auch nur eine verhältnismäßig kurze Zeit ein eigenes Haus. Also, ich habe ja ansonsten immer nur in Wohnungen gelebt, wo ein eigener Pool keine Option war. Aber freut mich auf jeden Fall. Grüße an alle, die einen haben. Glückwunsch. Muss ich sagen, war ja auch immer ein kleiner Traum von mir. Und deswegen bin ich sehr, 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 sehr glücklich, dass ich mir auch einen bauen kann. Beziehungsweise kaufen. Dazu habe ich heute auch noch eine Mail geschrieben zu dem Pool. Weil der Architekt hat mir so einen Lageplan geschickt. Aber das Ding ist, also es müssen halt noch so Dinge geklärt werden. Wie sieht die Treppe aus oder die Leiter, die in den Pool führt? Sprungbrett werde ich, denke ich mal, nicht machen. Dann halt Lichter und so, LEDs. Weil das macht, glaube ich, schon einiges aus, wenn der Pool cool beleuchtet ist. Obwohl jemand einen guten Punkt gebracht hat, der meinte, jo, pass aber auf mit den Lichtern, weil abends zieht das auch die Mücken an. Und auf Mücken habe ich ja gar keinen Bock. Ich hasse Mücken. Boah, ich hatte als Kind, seht ihr links da diese Geländerdinger, hatte ich immer Angst, dass die mich ansaugen und ich nicht da mehr rauskomme, weil man irgendwie es nicht schafft, da so wegzuschwimmen. Weil als Kind habe ich da so Schauergeschichten drüber gehört, von so Kindern, die dabei draufgegangen sind. Ja genau, diese Ansaugdinger. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, welche Schwimmabzeichen habt ihr? Ich habe nämlich, glaube ich, nur, obwohl, nee, warte mal, ich habe das Seepferdchen gemacht. Und danach gab es, glaube ich, gab es noch irgendwas? Nee, war der Freischwimmer? Was war das? Nee, Seepferdchen. Dann gab es Freischwimmer. Und dann gab es Silberdingeling. Und ich glaube, da habe ich dann aufgehört. Ich war aber und bin auch kein sonderlich guter Schwimmer. Also ich gehe nicht unter und ich kann auch irgendwie relativ lange schwimmen. Aber ich habe halt einen Kollegen, der war mal im Olympiakader. Also im Jugend-Olympiakader im Schwimmen. Und Alter, das ist wie Tag und Nacht. Der zieht so saubere Bahnen, wenn der krault. Bei mir sieht es immer aus, keine Ahnung, wie so ein Fisch auf dem Trockenen. Aber der macht das so clean und ist dadurch auch einfach unfassbar schnell. Oh Leute, das sind die letzten Bahnen. Jawohl, let's go. Alter, war das ätzend. Mann. So, als nächstes lösen Sie die Schrauben, um an die Filter zu gelangen. Ja, das ist doch was Gutes. So, wir müssen jetzt mal kurz unserem Schlauch folgen, damit wir hier zum Ursprung zurückkommen. Genau. Hier parke ich jetzt und jetzt kann ich hier wieder raus. Perfekt. Gut, wo sind denn die Filter? Hier vorne? Ah ja, warte, hier. Ah, ja, guck mal an. Achso, deswegen habe ich den Schraubenschlüssel. Ja, ja, alles gut. So, dann einmal ran hier. Alter, ich bin so ein freaking Handwerker. Obwohl, ich muss zugeben, das will ich auch noch hinbekommen. Aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, irgendwie beim Haus irgendwas an der Elektrik zu machen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal so richtig Schiss hatte, Lampen zu verkabeln. Weil du ja diese drei Kabel da hast. Plus, minus, neutral, die Stars. Und dann muss ich erstmal googeln, wie das so richtig funktioniert. So, Filter wechseln. Ja, mache ich. Ich schmeiß kurz hier den hin. Obwohl, warte, den packe ich zurück ins Auto. Nee, weil ich wette, ich muss die Schrauben auch wieder festmachen. So, dann einmal Filter. Rein damit. Ja, perfekt. Und der zweite. Oh, ja, nee, bist du jetzt der... Nee, du bist der alte. Oh ja, der sieht schon so richtig gelb aus. Das ist bestimmt die ganze Pibi. Ja, das ist der zweite Filter. So ein schöner, leckerer Pibi-Filter. Rein damit.
Sehr gut. Entfernen Sie Flecken rund um den Pool. Ich muss hier nichts mehr zumachen. Okay. Ja, warte, dann nehme ich doch das hier wieder mit. Ah, guck mal, bringen Sie Ihre Werkzeuge zurück zum Transporter. Müssen wir auch gleich machen. Gut, warte mal, jetzt müssen wir Flecken. Aber wie mache ich denn die Flecken weg? Hier zum Beispiel der. Habe ich was dabei dafür? Ach, der Hochdruckreiniger natürlich. Also, sagen wir es mal so. Ich will gar nicht wissen, was das hier ist. Weil das sieht, also braun, das waren wahrscheinlich die Pommes. Obwohl Pommes im Freibad. Junge, 10 von 10, wirklich. Also nicht nur im Freibad, sondern egal, wo man so schwimmen geht, an so einem schönen Sommertag, Pommes, schön rot-weiß. Liebe, oh ja, das liebe ich auch. Oh, so einen Kercher würde ich mir aber auch gerne holen, weil ich glaube, der ist praktisch. Egal, was du machen musst, wenn du zum Beispiel deine Auffahrt oder so, die Steine müssen ein bisschen geputzt werden, dann ist so ein Kercher immer geil. Weil wir hatten auch eine Zeit lang einen Kercher, also halt so einen Düsenhochdruckreiniger und der war geil. Es hat wirklich Spaß gemacht, weil der kommt in jede saftige Ritze. Ja, sehr gut. So, hier vorne haben wir auf jeden Fall noch Müll, weil wir müssen auch noch viel in den Müllcontainer werfen. So, dich nehme ich mal kurz mit und rein. Jawohl, jetzt ist es schon 5 von 13, aber wir haben hier noch mega viel zu tun. Das sind nur noch die beiden dicken Flecken. Das hier seht ihr am... Oh ja, das sieht ein bisschen aus wie Schimmel. Wie der Schimmel, der in meiner Wohnung war. Ich weiß gar nicht, ob jeder das mitbekommen hat. Deswegen bin ich ja auch umgezogen. Ich hatte ja Schimmel in München, in meiner Wohnung, was derbe ätzend war. Und auch wirklich gefährlich. Also das war so Schwarzschimmel und das war keine geile Sache. Also Schimmel ist, glaube ich, nie geil. Aber dieser Schwarzschimmel, der geht halt auch auf die Atemwege und so. Haben auch super viele Leute mir gesagt, Alter, du musst da sofort raus aus der Wohnung. Was ich dann auch ganz, ganz schnell gemacht habe. So, letztes Ding. Na komm. Perfekt. Ist euch fertig? Wo ist denn hier noch ein Sifting? Warte mal, wir sprinten mal hier einmal rum. Okay, ich kann nicht sprinten mit dem Ding. Hier hinten? Nee, hier sind nur diese Bretter. Ah, hier vorne. Okay, kann ich verstehen. Oh ja, diese ganze... Boah. Alter, was sind das denn für Duschen? Das ist aber hier eine ganz saftige Angelegenheit. Auch immer wichtig, haben meine Eltern mir immer gesagt, zieh dir da bloß so Badelatschen an bei den Duschen. Sonst kriegst du Fußpilz. Und toi, 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 ich hatte nie so Fußpilz, Fußwarzen oder irgendwie sowas in der Richtung. So, den Kram haben wir geschafft. Jetzt haben wir noch 6 von 13. Mülli McMüll. Bist du Müll? Nee, du bist kein Müll. Du bist aber Müll. Ja, du bist so ein komischer Starbucks-Kerl. Kaffeebecher. Ist auch geil, dass es nur einen Müllbehälter hier gibt und ich immer 20 Kilometer außen rumlaufen muss. So. Junge, warum ist hier ein Taschenrechner? Der kommt in den Müll. So. Oben soll ich den Schuh? Ist der Schuh Müll? Nee, der ist doch für die Kinder hier. Die haben doch alle hier ihre... Okay, ich schmeiße ihn einfach weg. Mann, der arme Timmy. Paluten, hast du meinen Schuh gesehen? Nee, Timmy, wo? Ja, den habe ich hier verloren. Ich dachte, jemand packt ihn zurück in mein Fach. Nee, Timmy, du, tu mir wirklich leid. Ich habe hier keinen gesehen. Okay, Bademeister Paluten. Sag aber bitte Bescheid, falls du noch einen findest. Ja, mache ich auf jeden Fall. So, zweimal Müll. Zählt hier irgendwas als Müll? Nee. Oh Mann, ey. Das Timmy aber auch immer Sache. Also ich hab nichts gesehen. Ich weiß nicht, wovon Timmy da redet. Oh Mann, jetzt muss ich mit einem Schuh nach Hause gehen. Ja, Timmy. Da musst du halt besser auf deine Schuhe aufpassen. Wo sind denn jetzt hier... Wo ist denn hier noch zweimal Müll? Weil hier sind diese komischen Schwimmbretter. Das ist das Chlor-Ding. Das ist der Müll von mir. Den lasse ich auch liegen. Da habe ich auch keinen Bock. Ich packe jetzt erstmal den Hochdruckreiniger, kann ich schon mal wegpacken. Vielleicht die Bretter hier? Nee. Kesha kann auch weg. Das gibt's doch nicht. Wo ist hier noch Müll? Warum ist denn hier teilweise sowas mit Holzpaletten auf dem Boden? Jetzt mal ohne Witz, Leute, bin ich blind? Ich gehe das hier nochmal ab. Das hier sind ja diese Schwimmbretter. Das sind so Würstchen, aber die sind ja kein Müll. Oder meinen die meine Chlorbehälter mit Müll? Kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen. Nee, das bringt auch keinen Punkt. Ist hier noch was im Wasser? Nee, geht nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bringe jetzt nochmal die Sachen zurück. So diesen ganzen, auch wenn das Chlor-Ding ins Leer ist. Das klaue ich einfach. Kann ich nicht, schade. Das hier. Oh, der Kram. Irgendwelche alten komischen Handtücher.
Das ist Müll? Ja, 12 von 13. Als ob. Komm, gib her. Boah, das ist ja richtig krustig. Das ist wie das Handtuch, was wir mal bei Olli neben seinem Bett gefunden haben. So, dann müssen wir jetzt noch unser Werkzeug zurückbringen. Ich denke mal, damit meinen sie tatsächlich auch sowas wie die Filter. Jawohl. Zack. Habe ich hier ansonsten. Da ist nochmal Chlor. Oh ja, da sind auch noch 20 von 20 Tabletten drin. Irgendwas habe ich noch. Ah ja, hier, der. So, bist du das Letzte oder was? Nee. Habe ich noch irgendwas in der Hand? Nee. Nehme ich die Skimmer wieder mit? Nee, das waren nicht meine Skimmer. Ach, mein Roboter. Der war nämlich mega teuer. Der hat irgendwie $500 gekostet. Schmeiß hinten rein. Zack. Jawohl. Sammle die Schwimmbäder ein. Das ist eine Bonusaufgabe. Die mache ich allerdings nicht. Oder muss ich das auch? Nee, das ist eine Bonusaufgabe. Ich habe 100%. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die hinschmeißen soll. Aber wahrscheinlich in die Kästen, ne? Nee, ich bin fertig. Aufhören. So, Leute. Paletto hat erfolgreich ein Freibad geputzt. Also so ein Schulfreibad. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst super gerne einen kleinen Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Schaut gerne vorbei. Schaut natürlich wie immer auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.